0-7. It's going pretty good for us. They're not looking to make that same mistake again. Gotta get past Frozen first, and he's gonna get up on the box. Josh is going. Like a bit of a makeshift one way. And Whoa, what is he doing? Whoa! Lines up two, but what a noob. Voxer kills one. Voxer, oh, Smooyo in the honey whiffs. Oh, who's this pussy saving? So it's me. Bye, guys. Ja, da habe ich leider mit der AWP verschossen. Also, wir haben es auch ein bisschen verdaddelt. Wir hatten auch leider, glaube ich, kein Kit. Doch, ich hatte sogar ein Kit. Scheiße, das war auf jeden Fall nicht so gut von mir. Oh no. The smoke was questionable from us. But we thought it was a good idea, but it wasn't. So I'm sorry, guys. Ja, das ist halt eine schwere Situation, leider mit Doppel-AWP zu retaken. Einfach aus dem Grund, weil die Rifles viel mobiler sein können und die AWPs müssen einfach auf diesen Fehler warten. Und wenn der Fehler nicht passiert, musst du halt weiter vorgehen und dann musst du halt mit Skill die Leute töten. Entweder anzoomen, fastzoomen oder auch teilweise mit der Pistol. Und das ist leider eine sehr schwere Situation und Voxic ist natürlich ein sehr guter Spieler, der diese Runde dann souverän beenden kann. Nice shot, John. Oh, one for me. Flash through. Yes. Yes. Beautiful. As he sits alive at the back of coffins, the three versus three. Cleared, and Mousesports need that plant. Who's that good-looking guy in the picture? Is that me? Look at that mini-map. Tis pretty good. Only now making their way up. Oh, Smooyo not quite able to deny the plant. But so I ran like a pussy for the hills. And then I killed three, so I'm glad I saved. Ja, das war eine wunderschöne Runde von Owen. Einfach aus dem Grund, weil er auch schon von vornherein gesagt hat, wie er die Runde handeln will. Er hat gesagt, ja, ich werde voll die Coils smoken, ich werde mir einen Flash geben, dann geht er durch die Smoke, macht einen leichten Kill und hat auch gute Flashes für mich angeboten da im Quad. Und genau sowas erwartet man von einem Weltklassenspieler, dass er auf jeden Fall in die Situation öfters kommt. Und der ist auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, dass er genau sowas ansagt, dass er genau sagt, was er macht, wie die Situation aussehen wird für ihn, dass man sich anpassen kann und Weltklasse AWP in dieser Runde. Ich erinnere mich, ich glaube, das war die Runde, wo... Lass mich ganz kurz nochmal gucken. Ja genau, das war die Runde, wo Tizi sehr gut kommuniziert hat. Da hat er geschrien, Jungs, geht auf jeden Fall in die CT-Base rein und wir machen einen Ruin-Split. Und er hat dann richtig geschrien und da merkt man auf jeden Fall, dass die Eigeninitiative da war. Und da merkt man, dass das einen entscheidenden Unterschied macht. Und natürlich Weltklasse wieder gespielt ist, die X-Situation von Jan und Joe. Sehr souverän, sehr clever gespielt, keine dummen Mistakes gemacht. Ja, wir spielen es eigentlich gut. Ich spot den Banana. Und dann haben wir gesagt, 3-2-1, pick ihn und dann haben wir ihn getötet. Ganz, ganz banal. Aber natürlich gute Runde von Jan. Ja, sehr gut. Ja. Dann am Ende gute Kommunikation, leichte Kommunikation. Ich hab das, du hast das. Wunderbar. Genau, wunderschön einfach. Gutes Counter-Strike. Also ich glaube, das Spiel gegen Maus haben wir nur verloren, weil wir so ein bisschen die Konfidenz verloren haben. Ich denke, auf Nuke hätten wir sie eindeutig schlagen müssen. Wir waren sehr lange am Drücker, kann man sagen. Wir hatten sie unter Kontrolle. Aber man hat einfach gesehen, dass uns viel Erfahrung im X&X fehlt. Deswegen haben wir viele dumme Runden abgegeben. Und wenn wir diese Fehler beheben, dann werden wir viel stärker sein in Zukunft.